Hallo und herzlich willkommen zu Folge 105. Wir befinden uns im Steinbruch und ja, ich bin ein richtiger Holzkopf, denn es gibt ja allgemeine Informationen. So, Lehrer bei den Orksöldnern. Also. Oh, wir haben aber echt niemanden, der Einhandkampf beibringen kann. Fast jeder könnte mir was beibringen. Datki Zweihand. Schlösser, Stärker, Mana, Waffenschmieden. Oh, beim Jägerlager vielleicht. Oh ja, beim Jägerlager. Die Leila. Okay, das merken wir uns mal. Das wird auf jeden Fall mal gemerkt. Im Jägerlager. Ansonsten noch wer vielleicht. Na gut, über der Miliz, das können wir vergessen. In Austria. Wow, das ist ganz schön wenig. Vergleichsweise. Naja, gut. Okay, also wir schauen mal im Jägerlager vorbei. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Aber jetzt erstmal hier mit ein paar Leuten schwatzen. Hey, du. Hey, der Boss. Wenn du was brauchst, melde dich bei ihm. Meine Meinung will ja keiner hören. Okay. Alle zu Kelly. Das ist der Befehl. Also mach, dass du zu ihm Sag kommst. nicht, das hast du nicht gewusst. Was ist denn hier überhaupt? Erstmal schauen wir uns die Lage an. Hier ist Blut. Ist vielleicht jemand verschüttet worden. Recht, Meine Meinung will ja keiner hören. ekelhaft. Nicht mehr lesbar. Das ist ja aber auch Ich kann das nicht glauben. ein ganz schön extremer Zustand. Faustus. Wir haben hier, ein ganz schön extremes Arbeitslager, wenn man so will. Da wird, ja, kein Auge zugedrückt. Aber Heilwurzeln gibt es hier. So, vielleicht haben wir noch ein paar gescheite Kräuter. In der Nähe von Friedhöfen wächst hier mal gutes Zeug. Na gut, nee, gut, vergessen wir das, hier ist nichts mehr. Dann schauen wir uns den Steinbruch an. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Selbst ist er Hey, da nicht drauf. ich bin Ferris. Ich kann mit Wer dir ist nicht doch viel da? reden. Im Moment ist hier die Hölle los. Die Jungs haben vor ein paar Tagen die Ich Höhle wundere mich über freigelegt. gar Seitdem nichts mehr. traut sich keiner mehr, den Stein weiter zu bearbeiten. Das habe ich früher Wenn der auch Zugang gedacht. zur Höhle größer werden sollte, Innos weiß, was da dann alles Das ist doch rauskommt. alles nur Wenn du Gerede. noch mehr Fragen hast, geh zu Kale. Ich könnte dir Okay, Sachen interessant. erzählen. Sträfling, Sträfling, Sträfling. Ich habe was anderes Seht, mit dem gehört. Grimmjow, glaube ich, Warum hört er reden. nicht mehr auf Sträfling, mich? Sträfling, Sträfling. Dem nichts zu Hey, sagen, ne? du! Wenn er das nicht Von sieht, mir hat er kann das ich ihm nicht. auch nicht mehr helfen. Dann Das ist sage nicht, kein dass du Geheimnis. mit mir was zu tun haben. Was? Dass ich mit dir was zu tun haben will. Piss dich, Meine okay. Meinung will ja keiner hören. Sagt das jeder von denen? Hey, du! Das hätte er auch selbst Ich habe keine Zeit für dich. Ich bin ganz deiner Meinung. Okay, Ich also glaube die sind hier nicht, dass gerade sich daran dabei. was ändert. Ich könnte dir... Hey! Diese Höhle ist interessant. Noch mehr Geh zu Ärger. Kaylee, Kann ich der nicht braucht gebrauchen. dich. Weil das weiß. Auf jeden Fall gibt es nur ein paar Leute mit Namen. Wenn er das nicht... Warum Die hört Höhle ist eigentlich voller keiner auf Viecher mich? und sonderbarer Kreaturen. Solange Kaylee keinen Wahnsinnigen gefunden hat, der da reingeht, dürfen wir mit keinem Natürlich. reden. Wir können nur abwarten. Ich glaube, ich weiß schon, wer dieser Wahnsinnige sein soll. Ich könnte mir sowas nie erlauben. Solange die Sache mit der Höhle nicht geregelt Glaubst du ist, wirklich sollen wir mit daran, keinem dass du sprechen. Also die sind ja gerade Das sowieso habe ich bei mir einem auch schon Aufstand, gedacht. also das heißt Aufstand. Hey, du! Eher ein Das ist Streik. Wenn die Gefangenen so weitermachen, müssen wir das Ich Gräberfeld werde mich da vergrößern. nicht einmischen. Wer bist du denn? Dich habe ich hier Ist noch das nie gesehen. wirklich wahr? Trevet schickt mich. Da kann man sich nicht Ausgezeichnet. drauf Es verlassen. geht um Folgendes. Die Sträflinge haben bei ihrer Arbeit eine Wenn er Höhle das im nicht Steinbruch sieht, entdeckt kann ich und den ihm auch Eingang nicht über die helfen. letzten Tage Das will beständig doch keiner vergrößert. wissen. Allerdings haben sich Gerüchte Sag mir über nicht, dass du Mindcrawler das nicht und gewusst schattenhafte hast. Gestalten innerhalb der Höhle verbreitet, Das war doch seine so dass Entscheidung. keiner in die Höhle gehen will. Ja. Ich Ich kann wundere jedoch mich auch über gar keinen von nichts meinen mehr. Jungs reinschicken. Wir sind jetzt schon unterbesetzt Erzähl und mir ich kann mir nichts, ich kann keine sowas. Verluste leisten. Schau dich einfach mal in Wenn der er Höhle das um nicht und sieht, töte alle kann ich ihm feindseligen auch nicht mehr Kreaturen. helfen. Wenn du Ich das habe sowas erledigst, keine bekommst du Zeit. von mir 100 Goldstücke. Hoch großzügig. Das ist doch lange bekannt. Das ist kein Geheimnis. Für Ich bin 300 jetzt deiner Goldstücke Meinung. ist die Sache geritzt. Ich gebe dir 100 Der ist doch Goldstücke, wahr. nicht mehr. Nimm es oder lass es.
Nein, wir brauchen eh kein Gold. Das war schon vorher klar. Was ist das für ein Gräberfeld? Auf dem Gräberfeld liegen alle Sträflinge, die nicht mehr mitgemacht haben. Im Moment klappt hier fast täglich einer zusammen. Seit wir den Steinbruch wieder in Betrieb genommen haben, haben wir bestimmt über 20 ihren Geist aufgegeben. Das hätte er auch selbst wissen können. Wenigstens müssen wir die Gräber nicht ausheben. Das erledigen auch die Gefangenen. Erzähl mir nichts. Ob mal wer den Löffel beim Gräbergraben abgibt? Das war doch schon vorher klar. Wie ist die Stimmung unter den Wachen? Beschissen. Tendenz? Ins Bodenlose fallen. Noch glauben soll. So schlimm wird es ja wohl nicht sein. Mal hoffen. Gefangene beobachten ist langweilig und wir sind weit von der Stadt entfernt. Überall lauern wilde Tiere und die Gefangenen könnten einen Ausbruch planen. Das ist eine Das zerrt an den Nerven meiner Leute. Und dass nun auch Orks und deren Söldner überall rumrennen, macht die Sache nicht besser. Ist das wirklich wahr? Dazu kommt noch das Übliche. Unsere Versorgungslage ist eine Katastrophe. Ich könnte mir sowas nie erlauben. Und die Arbeit geht auch nicht so voran, wie ich es geplant hatte. Ich habe was anderes gehört. Keine Ahnung, sag du es mir. Wie schafft ihr es, so viele Gefangene ruhig zu halten? Zuerst mal sind wir mit unseren Armbrüsten zu gut ausgerüstet, als dass uns die Sträflinge direkt angreifen könnten. Ist das wirklich wahr? Denn sie würden zu hohe Verluste erleiden. Die Zelle verhindert, dass sie nachts über uns herfallen können. Außerdem sind viele von denen nicht einmal richtige Kriminelle. Sie haben Hemmungen und das kommt uns zugute. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Erzähl mir etwas über deine Leute. Stellt sich das immer so Sprich sie selber an, wenn du etwas über sie wissen willst. Wobei du dich vielleicht von ihr fernhalten solltest. Er ist ein wenig schwierig. Von mir erfährt keiner was. Wieso bist du hier? Das kann doch nicht wahr sein. Warum wohl? Damit die Sträflinge den Schaden, den sie an der Stadt angerichtet haben, wieder gut machen können. Als netter Nebeneffekt verdiene ich sehr gut. Denk so. Ich habe was anderes gehört. Wie sieht die Zukunft des Steinbruches aus? Das will doch keiner wenn wir wissen. Noch mehr Sträflinge bekommen, können wir ein größeres Gerüst errichten. Und das so viel Stein abbauen, bis die Stadtmauer komplett ausgebessert werden könnte. Das hätte er auch selbst wissen können. Allerdings muss es erstmal warten, bis die Orks endlich besiegt sind. Jemals dann ändern. Kann der Nachschub wieder gesichert werden. Und der Steinbruch wird das floriert. Das hätte er auch selbst wissen können. Na, wenn du meinst. Ich hab was anderes gehört. So, können wir jetzt mit den anderen Wachen oder so sprechen, oder wie ist jetzt aus? Ja, das war keine große Sache. Kaylee ist hier der Boss. Okay, noch müssen wir mit ihm reden. Selbst ist er dann so, jetzt müssen wir ein bisschen verhandeln hier. Ja, was? Ja, ist doch wahr. Na, ich hätte das anders gemacht. Was soll ich in der Höhle machen? Töte alles, was sich bewegt. Mehr musst du nicht wissen. Ich Ach, der hat schon... gehört. Es war also fix 100 Goldstücke, oder vielleicht 200 nehmen, ist mir egal. Hast du Ratschläge für mich? Bleib an einem Was Stück. Meinst du, mir geht es besser? Wo ist diese Höhle? Immer wieder das Willst du mich verarschen? Die Höhle würde auch ein blinder Scavenger sehen. Das jemals ändern? Jetzt an die Arbeit. Sonst ja, überlege ich mir das mit der Belohnung nochmal. Ach so. Ich renne da rein, töte 500 Viecher und am Ende kriege ich nicht immer einen Cent oder was. Schatten im Bruch. Aha. Von Kreaturen befreien, naja, bin ich mal gespannt. Luschenpack. Allesamt. Stellt euch jetzt an hier. Ach du Kacke, das ist eine eigene Welt. Ach du Heilige. Was zur Hölle haben die hier ausgegraben? Ist ausgehoben. Ach du heilige. Ach du heilige Scheiße. Ach du Scheiße. Eine Abbildung des Schläfers. Die machen sie mir aber auch nicht einfach. Wow. Also, große Belia-Tempelanlage und hier wäre man auch zivilisiert runtergekommen. Und ich Depp fall natürlich wieder
an der Seite runter. Weil sie da so arschdunkel ist. Jetzt hebt doch die Fackel auf, Mann. Was ist denn dein Problem? So. Aber wir können jetzt Akrobatik. Das ist gar nicht mal so schlecht. Na gut, düsen wir hier noch einmal drum rum. Ist hier vielleicht irgendwas? Liegt hier irgendwo vielleicht so ein Uriziel-Replikat oder... Nein. Nein? Schade. Nun gut. Eine riesige Belia-Tempelanlage. Und da fällt man runter, ja? Wie kann man vergessen, von sowas zu berichten? Ach, natürlich Zombies. Stinkende Wiedergänger. Natürlich. Wie war das nochmal mit der 50% Chance? Da ist nichts zu holen. Achso, kann man da runter? Oh ja, da kann man runter. Ah. Na toll. Doppelten Fallschaden für nichts gekriegt. So ein Scheißdreck. Naja gut, ist jetzt kein Weltuntergang. Immerhin leben wir noch. Das könnte auch anders sein. Geht's hier noch unten? Der geht's wirklich sehr tief runter. Mal schauen, was wir hier haben. Ich speichere lieber ab. Denn sicher ist es sicher. Aber es wird mir hier nicht mehr belohnt, oder was? Oder nee, geht's weiter runter, oder wie? Schauen wir uns mal hier die Strukturen an, ja, ob das doch alles hier fachgerecht und sachgerecht hier bebaut wurde und konstruiert wurde. Das sind quasi hier jetzt mal hier vom Bauamt. Aber gut, hier ist nichts. Ich glaube, hier sollte man noch gar nicht hin. Na toll. Na töller. Jawohl, jawohl, geh doch. Nein, hoch. Ja, genau. Gut gemacht. Hier kommt vielleicht noch in Zukunft irgendwas hin. Auf jeden Fall, ich bin schwer beeindruckt, dass die Typen vom Steinbruch meinen, sie wären in eine Höhle, in einer Höhle gelandet und am Ende sind wir in einem riesigen Belia-Tempel. Hallo? Oh, Pilze. Ja, auf jeden Fall krass, was die hier ausgehoben haben. Also Austri ist wirklich eine durch und durch von Belia zerfressene Inselgruppe. Wollen die Bewohner nur nicht hören. Solange es bei Zombies und alten Minecrawlern bleibt, habe ich damit auch gar kein Problem hier unten. Aber ich habe das Gefühl, das bleibt nicht so. Ach du heilige Scheiße, was ist das hier für ein Höhlensystem? Ja, ja, ein paar Monster in der Höhle beseitigen. Da muss doch irgendwas Zwielichtiges hinten dran sein. Du gräbst doch nicht einfach da, hebst einen riesigen Belia-Tempel aus und meinst dann zu dem, der reingehen soll, ja, da ist eine kleine Höhle mit ein paar Viechern drin, kümmert dich mal drum. Also ich glaube, es hängt. Schrei nicht so laut. Das stört nur. Ich
Mein Abgang, Alter. So. Hier ein Haufen Zombies. Und eine Kiste. Truhe, entschuldige. So, erstmal knacken. Den Käse. Rechts, links, links, rechts, links, links, rechts. War geraten, aber es hat geklappt. Reines Mana, ein Beschützergürtel oder Drachenwurzel. Lass den Gürtel haben wir denn überhaupt? Ich glaube, wir haben schon Beschützergürtel an. Das kann durchaus sein. Ja. Aber wenn jetzt sogar zwei Mana? Wahrscheinlich nicht. Aber warum auch? Nun gut, das ist ja echt eine interessante Anlage. Ja. Aber ist ja nur eine kleine Höhle. Komm, jetzt machen wir ab, Kackding. Schreit nicht so rum, das verstört noch wieder. Und ist sogar ein Teleporter. Seht ihr das aus der Entfernung? Dann ist ein Teleporter, na, was ein Spaß. Wird mir jetzt Belia persönlich geschickt, ey. Ja, ja, ein kleiner Steinbruch. Mann. Aber nur gut, ich meine, das hängt ja natürlich auch mit der Hauptquest zusammen. Unmittelbar, deswegen. Ich habe mir nur was anderes runter vorgestellt. Was mir wiederum gefällt. Wenn das verworfen werden kann. Also sprich, wenn man nicht komplett voraussagen kann, was nun passiert. Also mit noch einem Belia-Tempel hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oh, das ist ein Trank der Geschicklichkeit. Zum Wohl. Wir bleiben 116, ja genau. Und ich habe ihn immer noch in der Hand. Steht sehr leicht verwirrend. Noch mehr alte Zombies, noch mal 4 Stück, oder? 3, 4, ne, 4. Nee, sogar 5. Alter, was ein Geschrei. Jetzt schrei doch nicht länger als er vor. Och nee, der fällt immer wieder um. Warum denn so einer? Alter. Ist doch gut, halt die Gosch, meine Fresse. Ach du Scheiße. Alter. Hier würde jeder Troll, jeder Erzdämon schon längst geweckt worden sein. Was haben wir hier? Nix. Nun. Ja, Zombies sind sehr, sehr, sehr dumme Kreaturen. Darf ich wohl anmerken, dass wir bis zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht zwei, ja, es waren genau zwei Minecrawler erledigt haben. Mindestens 30 Zombies. Sag mal bitte, willst noch einer oder was? Fall doch einfach um! Alter, meine Fresse, ist unfassbar. Rechts, links, links, rechts. Minecraft-Zangen, alter Runenstein, paar Äpfel und Amulette Erzhaut. Okay. Das sieht so. Wie sieht das so? Geht's hier nur. Nee, geht's nur außen rum, ne? Hey, eine Feuerwurzel. Wie wär's mal mit dem Kronstöckel? Ich habe schon lange keinen mehr gefunden. Viel zu lange keinen mehr. Aber da ist nichts mehr, glaube ich. Oh, das hätten wir ja gesehen. Da ist nichts mehr. So. Ich muss sagen, ich bin wieder sehr beeindruckt, aber auch verwirrt. Da. Martyrium. Das hat ein relativ gutes Schwert, kann das sein. Also mittelmäßig gut, da ist es. 2 Eindorfer mit 120 Schaden.
Okay. Tja, was erwartet uns wohl in diesem Teleporter? Ich würde sagen, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Meine Theorie wurde etwas über den Haufen geworfen, dass ich da direkt hingehe und denen helfe, ihren Aufstand zu planen. Nein, ich muss natürlich erstmal die Höhle säubern. Da denkst du dir ja, okay, du kommst da hin und erledigst das kurz. Als Einleitung zum Steinbruch, lernst du alle vielleicht ein bisschen kennen. Wirfst rein in die Höhle, maximal 10 Minecrawler und vielleicht ein Untoten oder ein Schattenläufer-Skelett, was man als dunkle Schatten bezeichnen könnte. Ja, oder ein Feuerteufel oder sonst was, und dann gehst du raus, erklärst die Sache, klärst die Sache ab und dann ist fertig. Und dann ist gut. Nein, wir sind in der Belia-Tempelanlage und vor uns ist ein Teleporter, der uns sonst wohin ins Nirvana schicken wird. Aber das macht's spannend. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.